Wenn heute alles klappt, wird eine wild gewordene Horde an Zombies die komplette Menschheit fressen. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Plague Inc. Wir haben am heutigen Tag die Menschenfresserseuche am Start, nachdem es ja beim letzten Mal nicht ganz so gut geklappt hat mit den Fleischfressern. Aber ich habe jetzt einen neuen Plan. Willkommen bei Plague Inc. Du bist eine neue Krankheit. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Ja, ja, okay, das kriege ich hin. Wir starten in China. Kurze Erklärung für die Leute, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Wir spielen mit dem Necroa-Virus. Und das Geile bei dem ist, man kann ab einem bestimmten Zeitpunkt die Leute in Zombies verwandeln. Da gab es stellenweise ein paar Probleme. Aber dieses Mal wird alles anders. Und zwar müssen wir hier reingehen als erstes. Zoonotische Verschiebung. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, auch einen wichtigen Fehler begangen. Das werde ich jetzt gleich auch so ein bisschen erklären. Ja, ja, so ein bisschen hier im Gehirn wird ein bisschen was weggeballert. Weil ich habe das letzte Mal hier so ein bisschen den klassischen Weg gewählt. Weißt du, hier mit Kälteresistenz und so weiter, das ist gar nicht nötig. Weil wir haben ja die Zombies und die Zombies kommen überall hin. Dann gehen wir hier rein in die Insekten. Heiße Klimazone. Und das Gute ist, wieder diese Mutationschancen. Weil Mutationen sind essentiell wohl für den Victory. Mir haben auch viele gesagt, dass es eine der schwersten Missionen ist. Schallern rein, da sind wir bei 8. Ich glaube, wir brauchen nochmal 9. Genau, für die Ratten. Menschenfresser infiziert Hunderte, das ist schon mal ganz gut. Und dann können wir rein in die Ratte. Und dann gehen wir, glaube ich, auf die Fledermaus. Weil die erhöht die Ansteckungsgefahr und die Mutationschance. Und gerade die Mutationschance, wie gesagt, ist essentiell wichtig. So, rein in die Fledermaus. Ach, guck mal hier. Erhöht Ansteckungsgefahr, Landübertragung sowie Mutationschance. Okay. Das sind ja letztlich viel bessere Voraussetzungen als die anderen. Also als wenn wir jetzt auf Kälteresistenz und so weiter gehen. Weil wir kommen sowieso bei den anderen an. Oh ja, erhöhte Speichelproduktion, Symptom mutiert. Das ist, glaube ich, sehr gut. Oh ja, jetzt schallern wir aber hier gerade rein. So, dann gehen wir auf jeden Fall hier einmal hin. Wegen der Mutationschance. Jetzt geht's, glaube ich, ab. Anstecken als Tuberkulose. Oh ja, wir haben schon 28 Millionen. Jetzt schallern wir gut durch. Es sind aber noch keine Leute draufgegangen. Dann müssen wir jetzt schauen, dass da gleich ein bisschen was am Mutaten ist. Oh, oh ja. 24. Wir gehen rein in die Ratte. Das ist gut. Arznei in Japan hemmt Infektionen. Ja, aber das ist alles easy. Ihr könnt ruhig mit dem Heilmittel anfangen. Jawohl, Schlafstörungssymptom, das ist auch gut. Obwohl wir jetzt eigentlich schon relativ viel brauchen. Korea schließt Landesgrenzen. Das Gute ist ja, wir sind irgendwann mit unserer Zombie-Horde mobil. Das bedeutet, das, was ich das letzte Mal hatte, das ist eigentlich egal. So, oh ja, da kommen wir jetzt gut. Wir kommen gut rum. Oh ja, jetzt haben wir auch die 25. Schallern sogar noch mehr rein. Gehen jetzt rein in Vogel 2, weil das Problem ist ja bei Fledermaus 2, haben wir eine Tödlichkeit drin. Deswegen gehen wir da erstmal drauf. Und hier sind wir auch schon gut am Start, ne? Also 1,5 Milliarden sind sowieso schon infiziert. Jetzt sind wir auch in Amerika. Ganz leckere Sache. Gleich müssen wir aber reingehen in die Fledermäuse. Und wenn wir die Fledermäuse am Start haben, dann müssen wir den Baum hier weiter runtergehen. Aber wir warten jetzt erstmal ab. Fledermäuse kosten wie viel? 22. Da sind wir gleich drin. 21. So, jetzt haben wir die Fledermäuse. Zack. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir hier auch so ein bisschen reinkommen. Erster Todesfall in Zentralasien. Oh ja, oh, jetzt werden hier schon die Landesgrenzen ordentlich gestoppt. So, hier einmal rein. Dann Gastroenteritis. Auch nochmal Infektionsrate. Und jetzt sind bald die wichtigen Dinger mit dem Kannibalismus. So, schauen wir mal. Zu 25%. Es ist halt wichtig, dass wir jetzt diesen Kannibalismus endlich bekommen. Oh, Deutschland bei Heilmittelforschung führen. Fall mir doch nicht so in den Rücken, Deutschland. 27. Ja, das ist jetzt lecker. Weil hier müssen wir jetzt, glaube ich, 22. Und dann können wir als nächstes da. Oh, können wir schon. Okay, hiermit warten wir noch kurz, weil die Heilmittelforschung noch nicht komplett durchgelaufen ist. Deswegen ist das jetzt gar nicht so schlimm. Lass die mal schön sich nochmal ein bisschen ausbreiten. Wir haben auch schon 700.000 Tote. Erst wenn da... Oh ja, das geht jetzt schon gut hoch. 91 und jetzt... Jetzt müssen wir stoppen. Bei 99 ist in Ordnung. Jetzt gehen wir rein, verwandeln sie in Zombies. Bam. Genau, und hiermit können wir jetzt die immer stärker machen. Jawohl. Menschenfresser lässt Tote wieder auferstehen. Menschenfresser verwandelt infizierte Leichen in Zombies und wird im Laufe der Zeit stärker. Die Menschheit ahnt nicht, was ihr bevorsteht. So, das ist jetzt gut. Die Zombies gehen hoch. Jetzt werden wir nämlich probieren, die stärker zu machen. Erhöhte Motorikkontrolle, steigert Bewegungsfähigkeit und Koordination, erhöht Schwere in urbanen Gebieten. Genau da gehen wir einmal rein. Dann sollen sie die Kaumuskulatur. Ja, genau. Einmal hier rein. Und jetzt müssen wir warten, weil dann kann man entweder diesen Peptidschub machen.
Es geht jetzt erstmal darum, dass die sich weiter ausbreiten. Oh, Psychose? Na, Psychose ist nicht gut, oder? Erhöht Ansteckungsgefahr? Ja, die Forschungsgeschwindigkeit ist egal. So, ich bin gespannt. Die Zombies gehen auf jeden Fall hoch. Aktuell können wir noch nicht so viel machen. Es muss sich jetzt halt... Die Zombies müssen sich weiter ausbreiten. Die müssen halt viel fressen. Oh, Alter, aber jetzt geht's aber ab. Zombies ändern alle. Erhöhe die Schwere von Menschenfresser, um Zombies tödlicher zu machen. Verringere die Verwesungsgeschwindigkeit von Zombies und mache es den Menschen schwieriger, sie im Kampf zu töten. Wir haben ja aktuell ganz viele. 3,5 Milliarden. Machen hier einmal Anabolismus und dann nochmal den Peptidschub. So. Afghanistan beginnt zu zerfallen. Das ist gut. Oh ja. Jetzt geht hier so einiges. Alter Junge. Okay. Das können wir jetzt skillen. Das erhöht auch nochmal die Schwere. Das hatten wir auch das letzte Mal nicht. Säurereflux. Erhöht Schwere und verleiht Zombies einen Kampfvorteil. Ja, das hätten wir ganz gerne. Dann sind uns auch die Punkte ausgegangen. Zombies vernichten Mittelamerika. Ja, ausgezeichnet. Zerstört Mittelamerika. Oh ja, Alter, das breitet sich so krass aus. Oh, wir haben plötzlich 79. So, dann nehmen wir nochmal Naya Mortis. Muskelwachstum um Ductus. So, ja, alles klar. Ermöglicht es einigen Zombies, ihre Opfer anzuspucken. Erhöht Schwere und Kampfvorteil. Das geht einmal rein. Und die thermale Kalzifizierung. Mutationen im Hormonsystem lassen Teile der Haut verhärten und kalzifizieren. Verleiht Zombies einen Kampfvorteil. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich auch auf jeden Fall die Person, von der ich den Guide habe, in die Videobeschreibung packen. So, da gehen wir einmal rein. Und das Gute ist, wir haben noch 30 Punkte übrig. Und das ist das, was ich das letzte Mal, da habe ich diese regenerierende Aktivierung auch gemacht. Die ist aber wohl gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass wir diesen Hordentrieb hochballern. So, dazu nehmen wir dann einmal die Hordenmentalität. Zombies folgen eher anderen Zombies. Zombiehorden können aus Tausenden von Zombies bestehen. Da auch einmal den zweiten. Hordenführer locken Zombies in die Nähe mit unverwechselbaren Stöhnlauten an. Horden können aus Hunderttausenden von Zombies bestehen. Ja, ausgezeichnet. Und da müssen wir auch noch in die 3. Jetzt können wir mal auf die Karte gucken. Ah ja, Russland gesund. Infizierter? Hier ist nichts am Start. Doch, 1,5 Millionen Zombies. Wir müssen aber gucken, wo jetzt die meisten Zombies am Start sind. Guck mal hier. Die sollen auf jeden Fall mal Nordamerika angreifen. Aktive Fähigkeiten jetzt bereit. Ja, ja, das. Oh, jetzt sieht man auch die Horden, wie sie darüber gehen. Wir haben schon 11, 14, brauchen aber 18. Oh ja, Schallereien. 26. Finde ich gut. Da nochmal die 18 Points. Oh ja, jetzt breitet sich das ordentlich aus. ZCOM-Projekt in Italien gestartet. So, warte mal kurz, stopp. Italien sollten wir dann versuchen, direkt schnell auszulöschen. Hier haben wir 47 Millionen, 45, 15, 61 von der Türkei aus. Zack, können wir die direkt zerballern. Nochmal 55, die sollen auch von hier aus nach Italien. Genau, geht da mal schön direkt ran. 24, ja okay, was machen wir denn jetzt? Dies verlangsamt den Verwesungsprozess von Leichen. Na, wir lassen die nochmal stärker machen. Weil Kampfvorteile sind schon praktisch. Boah, Alter, jetzt geht das aber wirklich ab. So, vor allen Dingen ihr geht jetzt mal schön da in den Norden. Und wir müssen wahrscheinlich auch mal gucken, dass wir jetzt hier, gehen wir mal auf jeden Fall nach Australien, damit sich das komplett noch ausbreitet, oder? Jawohl, da oben sind wir jetzt am Start. Ich finde, das sieht immer so geil aus, wie diese Zombie-Horde dann da so rüberläuft. Genau, geht hier auch mal schön nach Grönland. Weil wenn wir hier mal schauen, hier ist noch ein bisschen was. Nicht so wirklich, vor allen Dingen die Inseln sind so safe. Das gefällt mir ja gar nicht. Wir haben auch nur noch 1,5 Milliarden Zombies, ne? Also so viel ist das tatsächlich nicht. So, jetzt genau, verbreitet euch mal schön. Hier, was ist denn mit Italien? Ah ja, Italien hat aber mega viele Zombies. Da die Balkan starten. So, mal schön ran da. ZCOM in Italien vernichtet. Die Hauptbasis von ZCOM in Italien wurde von einer unaufhaltsamen Zombie-Horde zerstört. Es gab keine Überlebenden. Das ist gut. Das ist doch das, was wir brauchen. Jetzt sollen wir mal gucken, dass wir den Verwesungsprozess verringern, damit die länger durchhalten. Weil wir haben jetzt noch, da oben sind Kämpfe, aber hier unten ist nicht so am Start. Also das, oh ja, hier müssen wir vielleicht mal gucken. Guck mal auch darüber, ja. Oh, Alter, krass. Habt ihr das gesehen, wie schnell das eben ging bei Grönland? Neuguinea ist auch down. Wie viel, was haben wir denn jetzt? Gesamtbevölkerung in Neuguinea ist noch, bei denen ist noch chillig. Da Island, was ist denn mal ihr Kleinen? Das, da gehen wir aber direkt rüber. Oh ja, da oben kommen sie jetzt auch an. Jawohl. Und das war, glaube ich, das letzte Land. Nee, die Karibik. Wo ist... Ach, hier unten. So, dann schicken wir mal 35 Millionen Zombies ab in die Karibik mit euch. Ja, das sind tatsächlich die letzten. Oh, ey, sieht so sick aus. Bam. Kommen sie alle rüber. Freischwimmer haben sie gemacht. Seepferdchen auch. Und das waren doch die letzten, oder nicht? Wenn wir uns jetzt nochmal die Welt angucken.
sind alle infiziert, gesund 5 Millionen. Ja gut, aber das sind ja alle in der Karibik, oder nicht? Sonst müssen wir gleich unbedingt mal so ein bisschen aufpassen. Aber wir haben alle gefressen. Oder sehe ich hier irgendwas falsch? Nicht, dass ich jetzt auf den letzten Metern noch irgendwas... Ja, let's go! Menschenfresser hat die Menschheit ausgelöscht. Mit Menschenfresser infizierte Zombies haben die letzten menschlichen Überlebenden aufgespürt und verschlungen. Die Zombies werden verwesen und bald wird die ganze Erde leer sein. Jawohl! Alter Schwede, geiles Ding. Nichts ist übrig geblieben. Oh, 4 Sterne. Oh Gott, also ich bin mir nicht sicher, ob ich das ohne Hilfe geschafft hätte. Aber das war cool. Okay, was haben wir jetzt als nächstes? Ein Nanovirus. Außer Kontrolle geratene winzige Maschine mit Killswitch? Okay. Aber nun gut, Leute, das war's mit einer weiteren Folge von Black Ink. Wenn es euch gefallen hat, ihr weiterhin Bock auf mehr habt, dann lasst gerne ein Like da. Schaut wie immer gerne auf Paluten.shop für Mini-Paluten und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.